Minecraft Mod Show heute mit dem Gun Customization Mod. Mein Name ist Chris und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Track Record. So, und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Mod Show am Mod Show Freitag mit mir. Und ja, heute gibt es den Gun Customization Mod, ziemlich coole Sache. Dazu kommen wir aber genauer gleich, denn erst wie immer, würde ich euch bitten, wieder Mods in die Kommentare zu schreiben, und zwar viele Mods in die Kommentare zu schreiben. Und Mods, die ihr interessant findet, mit einem Däumchen nach oben zu bewerten in den Kommentaren, damit ich die Auswahl leichter habe und weiß, was ihr sehen wollt und was euch gefällt. Tada. Wobei ich diesmal sagen muss, dass ich keinen von den oberen Kommentaren genommen habe, Mod, weil Computercraft mir zu kompliziert ist und das andere nicht geupdatet war. Aber dafür habe ich, glaube ich, eine ganz gute Alternative gefunden, nämlich den hier. Und ja, schreibt trotzdem wieder Mods in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video bewertet. Denn damit zeigt ihr ja, dass ihr dieses Projekt mögt und ich mag das Projekt auch. Und ich mag auch diesen Grasblock. Naja, okay. Gun-Cast-Mod oder Gun-Customation fügt das hier hinzu, ziemlich fett. Also zwei weitere Seiten mit Waffen. Und zwar einmal Gun-Customation selber. Da kriegt ihr dann Magazine, kriegt ihr verschiedene Visiere. Da kriegt ihr zum Beispiel hier so ein Bipod oder so ein Griff oder ein Granatwerfer. Und das könnt ihr alles an folgende Waffen bauen, die ihr durch Waffenpacks hinzukriegt. Also da ist dann bei AK-47 Barrett Farmers, kenne ich nicht. Okay, auch nicht. M16 A4, M249 Saw, Magnum Rifle, MP5, P90 und UMP45 sind alle dabei. Und die kann man alle individuell konzipieren. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, hier ist eine P90 mit Heavy Barrel, also so einem schweren Lauf, B-Pod, also diesem zweibeinigen Gestell und einen 3,4-fachen Zoom. Und ja, das kann man hier alles dran bauen, das werde ich euch gleich genauer noch zeigen. Ich habe jetzt erstmal das hier alles für euch vorbereitet. Und zwar nehme ich jetzt erstmal das. Das ist jetzt eine normale Waffe. Das ist die M249 Saw, unverändert, so wie sie ist. Hier kann man es auch nochmal sehen. Ganz clean. So sieht die aus, wenn man damit zielt. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber huch, aber ist halt so. So schießt die. Also verzieht ziemlich krass und so, aber schießt ganz lustig, denke ich mal. Woanders. Eine Sekunde, wir schauen mal gerade, was in den Controls, ob das hier jetzt drin steht. Nö. Und zwar kann ich jetzt hier an diesen ganzen Boxen verschiedene Sachen herstellen. Zum Beispiel ist hier die Gunbox, da kann ich jetzt meinen Gun reinlegen. Dann mein Cobra-Visier, Bild und schon habe ich das Visier auf dem Dings drauf. Und dann noch meinen Granatwerfer unten dran ballern. Was wohl da nicht mehr geht, dann müssen wir so eine neue... wartet. Ah, nicht die Magnum Rifle, da bringt es natürlich nicht so viel. Nehmen wir jetzt mal eine neue. Ich habe das extra ausprobiert, warum geht das jetzt nicht mehr? Hä, warte mal. Probier jetzt mit der AK-47, vielleicht möchte die Saw das einfach nicht. Ja, okay, an der AK-47 können wir also diesen Ding dran machen. Hier haben wir jetzt das Cobra-Visier dran gemacht, das ist das normale. Also hier haben wir einmal so das normale, einmal so das Cobra-Visier. Und jetzt haben wir unsere AK-47 halt mit diesem Ding versehen. Damit können wir jetzt normal schießen. Die hat ein bisschen schnellere Feuerrate, man sieht schon. Man kann natürlich auch auf der Hüfte schießen, wenn es einem Spaß macht. Und ich kann jetzt mit Shift und C zum Granatwerfer wechseln. Nee, nicht Shift und C, sondern Steuerung und C. Und jetzt benutze ich den Granatwerfer, wie man sieht. Und ja, braucht ein bisschen lang zum Nachladen, aber ist recht effektiv. Und mit Shift und C kann, Steuerung und C kann ich dann auch wieder ausschalten. Und was ich auch machen kann, ist mit Steuerung und V den Schussmodus wechseln. Sprich, ich kann einen Schussbetrieb einstellen. Dann kann ich hier so ziemlich auf Entfernung genau schießen. Drei Schussbetrieb und automatisch. Also kann man alles durchwechseln. Ich denke mal, das ist dann auch auf die spezifischen Waffen angepasst. So, aber jetzt kommen wir erstmal zur Hauptsache, nämlich man kann ja diese ganzen Sachen hier drauf bauen und letztendlich ist das natürlich alles das gleiche. Also ich habe hier Reflex und Cobra und das sind natürlich Red Dot Scopes, also ist das letztendlich das gleiche. Ich habe jetzt von jedem eins genommen, von den Holographics eins, von den vierfachen, von den dreifachen, von den sechsfachen, von den siebenfachen, achtfachen, zwölffachen und zwanzigfachen habe ich jetzt jeweils eins genommen
und auf so eine Waffe gemacht. Beziehungsweise die Waffen könnt ihr auch sofort hier auswählen. Und ja, wir gehen das, schauen uns das jetzt einfach mal an. Jetzt habe ich da dann das. Genau. Und ich habe das jetzt am Beispiel der Farmers gemacht, weil ich die Farmers eigentlich ganz lustig finde. So, also so ist die normale Farmers. Verzieht auch nicht so stark wie die anderen Waffen, die man hier vielleicht schon sieht. Finde ich erstaunlich, aber okay. Ja, okay, geht eigentlich vom Verziehen her. Also das sind die normale Farmers und das ist die Farmers mit Cobra, Red Dot Sight. Ich glaube, so heißt das sogar. Und ja, man hat jetzt halt einfach dieses Kreuzblender drin. Ganz süße Sache. Im Vergleich dazu gibt es dann das Holovisier. Da ist nicht so ein großer Unterschied. Vor allem nicht von Zoom, da ist gar kein Unterschied. Aber letztendlich hat man dann halt diesen roten Punkt. Und wenn man einen Hitmarker hat, ich glaube, man kann sogar einen Hitmarker haben. Ja, genau, also man kriegt sogar einen Hitmarker dann. Das ist eine ziemlich coole Sache. So, dann kommen wir zum 3,4-fachen Zoom. Dürfte auch jeder kennen aus Spielen. Also wenn jemand Battlefield oder so spielt, dürfte man das kennen. Auch eine ziemlich coole Sache. Dann der 4-fach-Zoom, das dürfte das ACOG oder ARCOG sein. Dann geht es weiter mit dem 6-fachen Zoom. Und da seht ihr schon jetzt den Unterschied von dem 4-fachen zum 6-fachen. Beim 4-fachen habt ihr Rundumsicht noch. Und beim 6-fachen ist dann halt wirklich dicht. Das ist dann wirklich ein Zielfernrohr. Und dann geht es halt weiter mit dem 7-fachen. Das ist nicht so ein großer Unterschied. Dann dem 8-fachen müsste das sein, genau. Dann gibt es 12-fachen, das ist dann eher so ein Sniper-Fernrohr, denke ich mal. Und dann gibt es noch das 20-fache. Das ist natürlich dann so ein ziemlich übertrieben weit. Also kann man dann da hoch noch ziemlich gut schießen, wobei das wahrscheinlich nicht so viel bringt. Weil eben Tiere und so ja gar nicht in so einer Entfernung spawnen. Aber okay, wenn es Spaß macht, ne? Ich denke mal, für eine Sniper ist das ganz cool. Wir können ja mal so eine Sniper ausrüsten damit. Hier die Magnum Rifle mit einem 20-fachen Scope. Ja, also man sieht schon die Unterschiede. Die lädt jetzt natürlich auch länger nach und so. Ich kenne die Geräusche eigentlich ziemlich gut gemacht von dem Mod. Und ja, jetzt kommen wir zu den einzelnen Sachen, die man draufbauen kann auf diese Waffen. Ah, die können wir eigentlich auch gerade mal mitnehmen hier. Und zwar kann man ja verschiedene Sachen auf diese Waffe bauen. Und da habe ich jetzt das Beispiel der UMP-45 genommen. Einfach darum. So. So sieht die normal aus. Ich mache mal schon mal Timeset 0. Genau. So sieht die normal aus. Und jetzt haben wir hier einmal im Vergleich die UMP-45 mit B-Pod. Also da sind vorne einfach zwei Striche mehr hingekommen. Und wenn ich jetzt shifte und stehen bleibe, dann seht ihr schon, wenn ich normal ziehe, dann schwankt das so rum. Wenn ich jetzt shifte mit dem B-Pod und stehen bleibe, dann hält das viel, viel stiller und ich kann viel genauer zielen. Gleiches gilt für den Foregrip, bloß dass ich da halt nicht shifte, sondern einfach so genauer habe. Also dieser vorne Haltegriff ist jetzt vom Aussehen her kein wirklicher Unterschied, weil, ja, das hat die UMP 45 glaube ich sowieso schon. Dann Silencer, auch ziemlich cool. Man hört's. Ist natürlich viel leiser, ist so ein kleines lustiges Geräusch, hört sich irgendwie bei Hitman nur ein bisschen. Und ich denke mal, das ist dann für den Multiplayer-Modus sehr attraktiv, wenn man sich gegeneinander bekämpft, dann kann man sich vielleicht ein bisschen unstealthen oder so. Keine Ahnung, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und man kann das natürlich jetzt auch alles kombinieren. Also ich habe jetzt hier ein Holo, Scope, B-Pod und Silencer. Das sieht dann so aus. Und dann kann ich mich hier hinknien, kann so genau zielen und leise den Gegner weg. Sniper, wenn ich einen Sniper habe oder was auch immer. So, dann kommen wir zu Heavy Barrel. Macht einfach mehr Schaden, ist ein schwerer Lauf. Also zieht einfach ein bisschen mehr ab. Merkt man vom Aussehen her nicht, außer dass der Lauf halt ein bisschen dicker wird. Dann Laser Pointer. Merkt man auch jetzt so nicht direkt, aber bringt mehr Genauigkeit aus der Hüfte als dieses Ding hier. Also man sieht schon, es hat deutlich mehr Genauigkeit dann. Aber nur aus der Hüfte, also ich denke mal sehr an Battlefield und COD orientiert. Und zu guter Letzt haben wir noch, das ist die normale natürlich. Ja, das sind so die Sachen, die man da drauf bauen kann dann. Also da kann man wirklich das individuell machen, was man machen will. Also ich kann jetzt da eine Cobra drauf bauen, dann einen Silencer draufballern, einen Heavy Barrel und zusätzlich noch einen Laserpointer und einen B-Pod. Oder ich mache halt einen Granatwerfer dran und einen PKAS.
Also das ist einem frei überlassen und das finde ich ziemlich cool, denn so seine eigenen Waffen so richtig konfigurieren, ich glaube, das hat bis jetzt noch keine Mod so gut mitgebracht. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Das ist einmal Magazinfüller. Da gibt es natürlich hier diese verschiedenen Boxen. Also hier kann man einmal Magazine herstellen. Hier kann man die Füllung für die Magazine herstellen. Ich meine Bullets. Wie heißen denn die? Kugeln? Ja, keine Ahnung. Und hier kann man die Waffen selber herstellen. Ja, also da steht dann auch, wie viel eine AK für 74 zum Beispiel braucht. Heißt nicht eigentlich 47? Also ihr könnt ja dann eure Gun durchgehen und dann eure Info und dann seht ihr, wie viel ihr für den Dreck braucht und könnt das hier rein platzieren und dann entfernt ihr eure Waffe, create, blablabla. Ja, ich gilt hierfür, kriegt immer die Infos, wobei jetzt hier ein Fehler war. Ist auch mal noch ein Beta-Status, das Ding. Und ja, es geht jetzt einfach um diese Ammo-Box, da kann ich nämlich mein Magazin reintun. Ich habe jetzt das jetzt leer geballert, das kann ich da reintun. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel meine Kugeln draus gewinnen, wenn da noch was drin ist. So. Oder wenn das jetzt leer ist, weil ich es leer geschossen habe, dann kann ich es da reintun und kann sagen, ja, ich habe jetzt 64 neue Kugeln gecraftet, fill up, hab nochmal 34, fill up und schon ist mein Magazin wieder voll. Und so muss ich halt nur ein Magazin herstellen und sonst immer nur neue Kugeln. Und da ich diese Box ja nicht immer am Start habe, kann ich auch, wenn ich jetzt mitten im Kampf bin und ein paar paar Kugeln einfach mit mir rumstelle, statt Magazine, wobei wahrscheinlich spart das Material ein, dann kann ich einfach dieses Ding hier öffnen. Das ist nämlich ein Manual Magfiller für unterwegs. Funktioniert genau gleich. Dauert nur viel, viel länger. Steht auch auf der Mod-Seite. Also geht viel, viel langsamer, aber ist für unterwegs, denke ich mal, ganz praktisch. Und ja, das ist so grob der Gun Customation Mod. Ich würde euch empfehlen, ein Installationstutorial anzuschauen. Gibt's in Englisch auf jeden Fall. Ist ziemlich einfach verständlich, also ich mache jetzt keins. Aber ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall anzuschauen, weil ist nicht so einfach mit den Add-ons und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde euch wirklich empfehlen, den Mod mal zu downloaden und auszuprobieren. Vor allem im Multiplayer, denke ich mal, ist es ziemlich cool, wenn das läuft. Ist noch im Beta-Status, darum verzeiht dem Mod vielleicht Fehler. Download-Link ist wie immer in der Beschreibung. Keine Garantie auf Aktualität, wie immer. Aber für 1.5.2 sollte er auf jeden Fall am Start sein. Und ja, schreibt wieder Mods in die Kommentare für die nächste Woche. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. You.